Quicktime-Events, ich seh's schon. Sneaky beaky. Ah. Modell freigeschaltet, Hauptmenü Extras. Ja, nice. Wir haben ein Modell freigeschaltet, Leute. Bah, okay. Jetzt ist die Frage, ist die Sam tatsächlich irgendwie irgendwas Besonderes oder hatte sie gerade einfach nur Glück, dass da, weiß ich nicht, eine Windböe aufkam oder sowas? Das könnte noch tatsächlich sehr interessant werden. Ach, Pfeile, ach, was ein Zufall! Ausgerechnet hier finden wir... Haben wir unseren Bogen eigentlich? Ja, Hammer. Das ist unser Bogen hier. Also ich glaube spätestens nach der Explosion... Hier. Soll ich? Nee. Hä? Jetzt schnell durch, Lara? Ja. Okay. Oh, ich dachte gerade, da kommt einer rum. Ich dachte, das ist ein Schatten, also nur eine Ratte. Okay, das heben wir gleich auf. Wir zünden erstmal das hier an. Auch schön, dass wir uns die Fackel nicht abgenommen haben. Noch ein bisschen Bergungsgut. Okay, dann hören wir uns das hier mal an. Every new brother is assigned a job, a purpose in the Solari. As long as Matthias continues to prove his spiritual connection to the Sun Queen, they will fall in line and believe. Initiation to the Brotherhood is brutal. We need to destroy their humanity so that they in turn can be inhumane. New recruits are thrown into the depths of the caverns, are left to starve and fend for themselves for days, sometimes weeks. Those who make it out alive are welcomed with open arms. I still can't explain what kind of power Matthias has tapped into. But I don't care anymore. We're never getting off this goddamn island. Some days, I'm convinced we're all in hell already. God knows with the things we've done, we might as well be. Ja. Das ist, ja, wir haben jetzt übrigens alle 5 gefunden von Geständnissen eines Solari. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie Bonuspunkte gab. Ja, gab es 500 Bonuspunkte. Gab aber kein Level Up. That's what this place is. Matthias thinks Himiko's spirit is keeping us here. That's not possible. It's not possible. But he's so beyond crazy that maybe he's come right back round to some kind of save. The helicopter isn't our way off. You know that, Lara, in your gut. I have to warn the others. Ja, da ist ein Hubschrauber unterwegs und ja, ich würde aber sagen, wir machen jetzt hier auch mal wieder eine Pause. Es war jetzt eine kürzere Aufnahme, weil ich heute auch schon eine Folge brauche von dieser Aufnahme und deswegen würde ich sagen, wie es weitergeht, erfahren wir dann beim nächsten Mal und ich sage jetzt einfach Tschüss und auf Wiedersehen. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Ja, es ist lange her, dass ich hier gespielt habe. Es ist lange her, dass wir hier zusammen gespielt haben. Oh, Pfeile. Ich muss mich an dieser Stelle erstmal kurz entschuldigen und möchte auch ganz kurz erklären. Und zwar, es ist jetzt seit der letzten Aufnahme ungefähr fast einen Monat vergangen. Ja, das ist leider lange Zeit, aber ich kann das erklären. Und zwar, das hat alles angefangen mit krank. Ich war dann krank, das hatte ich dann glaube ich auch auf Twitter geschrieben. Er mich auf Twitter folgt, hat sowieso ein bisschen schon eine Erklärung gelesen gehabt. Jedenfalls wurde ich krank, konnte dadurch erstmal nicht aufnehmen. Direkt im Anschluss an die Krankheit kam die Klausurphase von meinem Studium. Haben die Klausuren angefangen, deswegen konnte ich dann auch wegen den Klausuren nicht wieder aufnehmen. Da war ich dann ziemlich beschäftigt mit Lernen und so.
Als die Klausurphase dann vorbei war, 2 Tage später, bin ich dann in Urlaub gefahren, geflogen besser gesagt, auf die wunderschöne Insel La Palma. Und ja, das habe ich dann aber auch bei Twitter geschrieben. Da kam dann auch We Were Here, falls das einer geschaut hat, während ich im Urlaub war. Das habe ich glücklicherweise noch vorher aufnehmen können. Aber Tomb Raider habe ich leider nicht geschafft zeitlich. Ja, dann war ich halt im Urlaub, 11 Tage um genau zu sagen. Und jetzt vor ein paar Tagen bin ich wieder nach Hause gekommen und jetzt bin ich wieder zu Hause und bin fit für die Aufnahme. Und ich glaube, meine Stimme ist etwas zu laut. Ich werde ganz kurz etwas leiser drehen. Das müsste besser sein. Hoffen wir es mal. Ja, ich habe an den Audioeinstellungen ein kleines bisschen was verändert seit der letzten Aufnahme. Ich hoffe, das ist noch so okay. Es kann eventuell sein, dass in dieser Aufnahme noch nicht alles so optimal ist, aber das wird sich dann wieder im Laufe der Zeit einpegeln. Jetzt spielen wir aber erstmal weiter. Wie gesagt, lange Zeit ist her. Ich weiß gar nicht mal, was wir jetzt letztes gemacht haben. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wo wir hier sind. Huch. Schiff das schon mal nicht sprinten. Ich muss mich auch wieder an die Steuerungen, an das Gameplay ein bisschen gewöhnen. Das hier ist der Weg zurück. Da erinnere ich mich. Hier waren wir. Stimmt, hier waren diese merkwürdigen, diese nackten Kannibalen da. Ich habe vergessen, wie die hießen. Die Ungläubigen oder Unheiligen. Ach, keine Ahnung. Ja, wir müssen hier weiter. Da sehe ich schon ein Gas. Das könnte man bestimmt explodieren lassen. Hier hat jemand. Wer ist das? Halma? Nee, Dame gespielt. Halma. Natürlich, Halma. Hier kann ich. Da habe ich, glaube ich, was kaputt gemacht. Ja, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, wir müssen hier hoch. Hoffentlich ist hier gerade niemand. Ich bin gerade so unvorsichtig, weil ich noch nicht wieder richtig im Game bin. Das haben wir voll. Hier ist ein Lagerfeuer. Das ist der Safe, in dem ich gerade geladen habe. Dann gehen wir mal hier rüber. Hallihopp. Ja, das war jetzt nicht unbedingt notwendig, da hochzugehen, nur um hier rüber zu hüpfen. Aber ich glaube, hier müssen wir hoch. Something your forces told us. We didn't actually talk to him. He wants one of the prisoners. What the hell? Stay here. Scheiße. I'll check it out. Wie ändere ich nochmal den Schuss ab? You hear something? Oh fuck. Ich bin so raus, ey. Wir haben den Bogen in der Hand, aber ich will Feuerpfeile. Wie mache ich das nochmal? Scheiße, Feuerpfeile ist erstmal nicht. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Ich habe so verpasst, wie das alles geht. Wow! Alter! Mit Dynamit, sag mal, hackt's bei euch? Idiot. Fuck, ey, wie wechsle ich nochmal zu Feuerpfeile? Ne, das war Seilpfeil. Wow. Alter, ich habe irgendwie keine Waffen. Ach, ich habe überhaupt keine anderen Waffen. Habe ich jetzt? Ich habe keine Feuerpfeile. Hä, oder geht das nicht? Ich bin gerade völlig überfragt. Wie wechsle ich denn zu den Feuerpfeilen? Ah, das ist so schlimm, wenn man lange nicht gespielt hat. Ich versuche gerade. Oh, alle Tasten, die ich habe. Das war der Überlebensinstinkt. Das ist die Karte, okay. Okay.
Ich glaube, diese Tür kann ich aufsprengen, wenn ich da drauf schieße. Und dann hätte ich auch diese ganzen Leute da gerade erschießen können. Aber ich krieg's nicht hin. Ich weiß nicht wie. Großartig. Aber ein Geocache gefunden. Immerhin. Ah, naja. Nur ein schwacher Trost. Naja gut, wir werden uns schon wieder reinarbeiten. Wir werden uns wieder reinarbeiten. So, jetzt gucken wir erstmal da unten. Da geht's sogar lang. Okay, dann muss ich erstmal gucken, was hier oben ist. Eine Brombeere. Okay, gucken wir mal. Wo geht's denn hier oben lang? Das ist halt die Frage jetzt, ne? Gehen wir da unten durch die Tür oder gehen wir hier oben lang? Ich weiß nicht, was der richtige Weg ist. Hier war, glaube ich, gerade ein Safe. Ja, ich erinnere mich, das ist der richtige Weg. Mit erinnere ich meine ich, ich erkenne das nicht wieder, sondern ich meine, es sieht stark danach aus, als wäre es der richtige Weg, wollte ich damit sagen. Gucken wir erstmal hier. Ich bin so gut. Zum Glück haben wir hier geguckt. Wir hätten so viel verpasst. Oh, Leute. Oh, ich bin so glücklich, dass ich richtige Entscheidungen treffe. Oh, Mann. Läuft die Aufnahme überhaupt? Ja, läuft. Ich muss mal ganz kurz gucken. Tastaturbelegungen. Aktiv Kampf. Und zwar zielen, Feuer, alternatives Feuer, mittlere Maustaste. Ja. Nachladen, nächste Waffe. Bogen auswählen, Primärwaffe, ja, Handfeuer, Schrotflinte, ja, kann ich hier mal runterscrollen? Hier gibt's nichts zum Scrollen. Hier steht nicht, wie ich Feuermodus wechsle. Okay, Instinct. Textchat, Punkttafel, Gruppenchat, Sprachtaste, Aktion nachladen, Nahkampf, ja, Instinct, ja. Oh, das steht hier irgendwie auch nirgendwo. Wo ich zum nächsten Feuermodus wechsle, zu Feuerpfeilen. So, aber leise töten kann ich noch. Oh mein Gott, ich will da eine Explosion auslösen. Ich brauche die fucking Feuerpfeile. Wir haben ja theoretisch auch Feuerpfeile. Ich weiß nur nicht, wie wir sie auswählen. Shift-Steuerung habe ich alles probiert. Was ist das denn? Zoom oder sowas? Schulterwechsel, okay. Nahkampf, okay. Immer noch Nahkampf. Fuck. Jetzt habe ich es versaut. Mann! Hey, das kann doch nicht so schwer sein. Was zur Hölle ist denn dieses scheiß Schussmodus wechseln? Das kann doch nicht so schwer sein, hier den Schussmodus mal zu wechseln. Kletter mal hoch. Ich komme hier gerade nicht hoch. Au! Brücke, ey. Ich lass mich gerade mal töten jetzt von dem. Ah, das sind ja zum Glück nicht viele. Ich lass mich gerade mal töten. Das müssen wir auf jeden Fall schöner hinkriegen. Muss ich mich wehren, damit ihr schießt oder was? Na endlich. Schießen die nicht, wenn ich nichts mache, oder was? Ach, meine Güte. Ich muss einfach nochmal die 1 drücken. 1 ist ja Waffbogen auswählen. Und wenn ich das mehrfach drücke, dann wird der zwischen den verschiedenen Munitionstypen des Bogens durch. Meine Güte, ey. Oh, dass ich da nicht drauf gekommen bin, ey. You are the storm that rages at night. We are your children. Wait for the day. Bring us the dawn.
Woo! Jump, jump, everybody, yeah. Okay. Okay, dieses Nachbeben klang nicht so gut, aber wir haben es geschafft. Wir haben, das ist ja lächerlich, dass ich nicht rausgefunden habe, wie man den Feuerpfeiler nutzt. Ich möchte mich selber vergraben. Entschuldigung, ich habe irgendwie Schluck auf. Vergraben wollte ich sagen. Das war doch viel besser hier. Guck mal, hier wachsen sogar Bananen. Sehr gut. Ich glaube, hier brennt's. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Kann das vielleicht jemand bestätigen? Dieses Beben gefällt mir gar nicht. Eine Farm made for a special occasion. Probably a wedding. Doesn't look older than a few years. Das stimmt allerdings, er sieht noch ziemlich neu aus. Das ist irritierend, würde ich sagen. Okay, ich habe so ein bisschen das Gefühl, als würde die Höhle ja langsam anfangen einzustürzen. So von der, nennen wir es mal, Geräuschkulisse. Hier kann ich ein Gas ausströmen lassen, wenn ich das kaputt mache. Hier liegt erstmal ein Geocache und eine Lebensmittelkiste. Okay. Ganz kurz. Wir haben keine Geocaches auf der Karte markiert. Schade. Sonst hätte ich jetzt mal kurz geguckt, ob hier irgendwo einer liegt. Aber da brauchen wir, glaube ich, erst irgendwie eine Schatzkarte oder irgendwas freischalten oder irgendwie so einen Scheiß. Achso, warte mal. Wir haben doch hier noch sowas. Was macht das? Ah ja, perfekt, Rätsel gelöst. Also, nennen wir es mal Rätsel. Und jetzt fliegt das Recht alles in die Luft. Oh shit, was habe ich gemacht? Oh, was habe ich getan? Oh shit. Fuck! Ah, wir werden sterben. Oh mein Gott, ich habe so lange nicht gespielt und muss jetzt direkt Action. Nein, ich werde sowas von sterben. Ich wollte gerade sagen, da ging es nicht hoch. Wo zur Hölle bin ich hier gerade rausgeklettert? Okay, ich habe einen Plan. Wir warten, bis sie sich gesplittet haben. Und dann schalten wir sie einer nach dem anderen aus. Okay.